Wieder so ein Trakt. Defense Logistic Agency. Ah, wieder mal Black Mesa Vortrag. Verstehe. Oh, was haben wir hier? Ja. Jetzt, liebe Freunde, kommen wir zu ihr. Zu GLaDOS. Guten Tag. Da sind Sie. Herzlichen Glückwunsch. War es das wert? Denn trotz Ihrer Gewaltbereitschaft ist Ihnen bisher nur eines gelungen, mein Herz zu brechen. Seien Sie damit zufrieden und wir hören einfach auf. Wir wissen wohl beide, dass es so nicht laufen wird. Sie wollten es so. Jetzt gibt's eine Überraschung. Überraschung in 5, 4. Einen Moment Auszeit, das sollte nicht passieren. Sehen Sie, was da aus mir herausfiel? Was ist das? Ich bin überrascht. Das habe ich noch nie gesehen. Na egal, das Rätsel löse ich später. Alleine. Denn Sie sind dann tot. Wo gehen Sie damit hin? So, ich würde mich nicht damit abgeben. Ich glaube, wenn Sie das berühren, wird Ihr Leben nur noch schlimmer. Ich will mich ja nicht einmischen, aber Sie sollten das Ding lieber in Ruhe lassen. Glauben Sie etwa, ich spiele psychologische Spielchen mit Ihnen? Also, jetzt mal... Ja, Verbrennungsanlage, genau. Ibi! Guten Tag. Na gut, schön. Berühren Sie es, heben Sie es auf und stecken Sie es wieder rein. Okay, ist zu kurz offen. Heißt? Jetzt mal ehrlich, wir wissen beide nicht, was das da ist. Legen Sie es in die Ecke. Ich kümmere mich später drum. Ja, und zwar in genau diese Ecke. Machen Witze. Haben Sie das Aperture Science Ding, das keiner versteht, in die Aperture Science Intelligenz Notverbrennungsanlage geworfen? Ja. Das ist habe das ich. Das je. Oh. Wow. Gute Nachrichten. Ich weiß jetzt, was das Ding, das Sie verbrannt haben, war. So. Es war ein Ethikkern, der installiert wurde, nachdem ich das Enrichment Center mit tödlichem Neurotoxin geflutet habe. Er sollte verhindern, dass ich sowas nochmal mache. Also ganz ruhig, während ich die Neurotoxin-Emitter aufwärme. Der Kern hatte vielleicht weitere Zuständigkeiten. Ich kann die Turmabwehr nicht abschalten. Naja, wenn Sie meinen Rat möchten, legen Sie sich einfach vor das Geschütz. Na gut, machen Sie einfach weiter mit dem, was Sie da tun. Sie zu töten und ihnen guten Rat geben, schließt sich nicht aus. Das Geschütz ist das bessere Mittel. Was ist das? Was ist das? Was sie da verbrannt haben, ist mir nicht wichtig. Das ist nur die katalytische Crack-Anlage. Hab Schuhe für Mausen genäht. Super hingekriegt, sie hält. Sie glauben mir zu schaden. 2 plus 2 ist... 10. Mir geht's bestens. Ich hab sie bisher überleben lassen, weil ich neugierig war, was sie wohl tun. Tja, den Teil von mir haben sie zerstört. Was noch nicht möchte, kann ich das Neurotoxin leider nicht schneller in ihren Kopf kriegen. Ich möchte noch betonen, dass sie alle Chancen auf Erfolg hatten. Es sollte sogar eine Party für sie geben. Eine große Party mit all ihren Freunden. Ich habe ihren Freund, den Begleiter Kubus, eingeladen. Nur konnte er nicht kommen, weil sie ihn getötet haben. Ihre anderen Freunde konnten auch nicht kommen, weil sie keine anderen Freunde haben. Sie sind wohl sehr unbeliebt. Hier steht's ja auch in ihrer Personalakte. Nummer 3! Tödlich. Ich ersticke. Als ich Neurotoxin tödlich nannte, war tödlich absolut ironisch gemeint. Ich könnte darin baden, es in die Nüsse kippen, mir in die Augen reiben. Ernsthaft, es ist gar nicht tödlich. Sie dagegen nehmen seine Tödlichkeit weit. Okay. Ah, oh, super. Kuchen, wenn ich weg bin. Tja.
Sie verschwenden ihre Zeit. Und sie haben wirklich nicht mehr viel zu verschwenden. Hopp! Wie geht's ihnen denn? Um sie überleben, dann sollten sie mir auf keinen Fall Schaden zufügen. Ich habe ihren Gehirnscan mit Backup, falls ihnen etwas Schlimmes zustoßen sollte. Und das steht direkt bevor. Glauben Sie nicht? Hier, hören Sie mal. Hallo! Das sind Sie. Jetzt habe ich ihn. Sie hatten Unrecht bei allem, was Sie je gemacht haben. Und hier auch. Ja, der sieht ja aggro aus. So, und der letzte Kern, Mademoiselle, und wir haben noch 3 Minuten. Das ist ja wunderbar. So, kommst her und ab da rein und tschüssinger. Na, wie schmeckt dir das? Ah. Da wackelt's aber gewaltig. Oh, oh, what the fuck? Tschüss. So, eine Glados weniger. Nein, das war so nicht geplant. Hilfe. Glados, da links steht's. Ich hab sie besiegt. Und ich bin draußen. EBA. Jetzt müssen wir aufstehen und abhauen, ne? Wie war das? Ne, jetzt, oder? Nein! 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 Der Kuchen und der Companion Cube. Er war also doch keine Lüge, der Kuchen. This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat clown for the people who are still alive. I'm not even angry. I'm being so sincere. Even though you broke my heart and killed me.
Lucky Black Mesa. That was a joke. Tja, sie lebt noch, zumindest so ein Stückchen weit. Das werden wir auch dann sehen in Portal 2. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns demnächst. Ciao!